Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall und ich bin ein leider heute etwas verschnupfter, unabhängiger Finanzjournalist aus dem Ruhrgebiet. Und zu meinem heutigen Gast ist von meiner Warte aus zu sagen, dass er von den ganzen TV-Tanten und Onkel, die in Frankfurt am Main kommentieren, was der Börsendax in seiner dortigen Höhle treibt, mehr oder minder der Einzige ist, den es für voll zu nehmen gilt. Das trifft insbesondere für das zu, was er mit flotter Schreibe und einem gerüttelten Maß an Ironie auf seinen Blogs Rottmeier und Metallwoche verzeichnet. Und nunmehr in einem gerade erschienenen Buch, das sich auf 240 Seiten dem Wahn und Sinn an den Kapitalmärkten widmet. Von wem rede ich? Ich rede von Frank Meyer, der seit 2006 beim Nachrichtensender NTV die Telebörse moderiert. Und damit ein freundliches Hallo in Richtung Frankfurt. Ein freundliches Hallo zurück ins Ruhrgebiet. Hallo Lars. Lieber Frank, vielleicht fangen wir damit auch an, dass du uns aufklärst, wie die Motivlage aussah. Wieso, weshalb, warum musst du von dir das Buch Meyers Manifest über den täglichen Wahn und Sinn an den Kapitalmärkten geschrieben werden? Lars, ganz ehrlich, das ist ein Unfall. Das ist ein Unfall, er war nicht geplant und in einem schwachen Moment hat mich irgendjemand überredet und ich sagte dann, okay, ich schreibe ja schon ein paar Jahre und ich nehme die Finanzmärkte ja nicht so ernst, wie man das gewohnt ist von Leuten, die in den Finanzmärkten sind oder darüber berichten. Das war ein schwacher Moment, wo ich dann ein Wort gegeben habe und ich kenne es, ich halte dann mein Wort und dann ging es irgendwann mal los und es wurde, nachdem ich es 5 Monate geschrieben hatte, gerade in diesen tragischen Wochen, eine Zäsur auch, wo man sagt, okay, jetzt hat man das alles umgebaut und wie geht das jetzt weiter? Aber die große Frage, die sich mir immer wieder stellte, was passiert dann? Und der Hauptgrund ist eigentlich, ich habe ja mit sehr vielen Leuten zu tun und ich staune immer wieder, wie wenig die Deutschen über Geld wissen und über Finanzmärkte wissen. Es ist ein regelrechtes Finanzanalphabetentum. Es ärgert mich und ich finde es aber gleichzeitig lustig. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, wie kannst du es Otto Normalverbraucher erklären, was ist Geld und wie wirkt es? Und einfach so ein bisschen Impulse geben, anders auf das Thema Geld zu gucken und es vielleicht für sich selbst klüger zu machen. Wobei die Betonung auf es selbst besser zu machen. Und dafür braucht man ein paar Werkzeuge und die will ich über Spaß in dem Buch transportieren. Da kommen wir auch noch gleich drauf zurück, auf das Wesen des Geldes und so weiter. Die erste Frage, die ich aber jetzt hätte aus dem, was du gesagt hattest, wäre, du nimmst die Finanzmärkte nicht allzu ernst. Warum? Die sind so gigantisch und die sind so groß, die machen mit jedem, was sie wollen. Die meisten nehmen die so ernst und ordnen sich ihnen unter und ordnen sich dem unter, was andere sagen. Ich sage mir auf der anderen Seite, ich habe doch nun die Möglichkeit, von dem, was mir angeboten wird, auszuwählen, sondern ich will mir die Flexibilität bewahren und gleichzeitig passiert ja in diesem ernsten Thema der Finanzmärkte so viel Verrücktes, so viel Kurioses, so viel Abenteuerliches, so viel Betrug und so viel Schalmeienklang, dass man sich, wenn man sich ein bisschen weiter da wegstellt und dann drauf schaut, kann man eigentlich sagen, hey, es ist ein ganz lustiges Kasperletheater. Man muss es bloß als solches erstmal begreifen. Und was ist davon zu halten, wenn in der Politik immer davon gesprochen wird, dass man die Finanzmärkte beruhigen muss? Das ist eine ganz lustige Sache. Wollte man ja schon immer. Man kann sie ja nur beruhigen mit einem Mehr an Kredit, mit einem Mehr an Geld, mit einer Zusicherung. Früher hatten ja doch die Finanzmärkte mal ein bisschen Angst vor der Politik. Das haben wir gerade in Amerika gesehen. Was passiert heute? Heute machen sich die Finanzmärkte lustig über die Politik, weil die Banken, die Kreditsysteme, der Derivatemarkt, der Anleihemarkt ist so groß geworden, dass wenn die sagen, dann kippe ich eben um, sofort die Politiker kommen und sagen, wir retten euch schon. Sag mal, ist denn an den Anleihenmärkten eine Blase sondergleichen unterwegs? Auf keinen Fall. Überhaupt nicht. Lars, man kann ja keine Blase sehen. Das ist das jedenfalls, was die Experten sagen. Erklärt sich aber auch daher, weil man mittendrin lebt. Da müsste man es natürlich in nominalen Zahlen sich anschauen. Der Anleihemarkt weltweit ist 100
Billionen US-Dollar groß. Und ich kann mit dieser Zahl absolut nichts anfangen. Ich weiß bloß, die muss gigantisch sein. Und sie ist vor allem in den letzten Jahrzehnten exponentiell gewachsen. Aus 100 Billionen können auch 200 Billionen werden. Das ist für den Experten vielleicht gar kein Problem, aber ich habe Angst vor dem Ding. Was passiert, wenn es keine Nachschuldner gibt? Wenn niemand die Rechnung bezahlen kann, und die kann ja niemand bezahlen, sehen wir ja, werden also mehr Schulden gemacht. Das ist wie ein Kettenbrief. Und Kettenbriefe haben die blöde Angewohnheit, dass sie dann irgendwann mal enden. Bei den Börsensendungen, da treten ja dann immer irgendwelche Experten auf. Sollte man die allzu ernst nehmen? Oder gibt es da so ein Kriterium, wo du sagst, das ist jetzt ein Experte, da kann man drauf hören und da eher nicht? Am liebsten sind mir die Experten, die mir so viele Grundlagen liefern fürs Buch und für meine Kolumnen. Man muss bei Experten wirklich unterscheiden. Es gibt so eine alte Regel oder einen alten Spruch für einen Experten als Definition. Stilsicheres Auftreten, null Ahnung. Jetzt sag ich jetzt nicht, dass ich Experte bin oder dass ich mehr Ahnung habe als die, aber es ist immer die Frage, in welchem Haus arbeitet er, was verkauft er, was vertritt er, ist er in der Politik und vertritt seine Dinge, ist er in einer Bank und vertritt die Interessen der Bank. Oder sind es unabhängige Leute, die sich jeden Tag auch dem Markt stellen müssen? Natürlich verkaufen die auch ihre Produkte, aber ich schaue immer in Richtung Abhängigkeit. Wer bezahlt den Experten? Muss er selber für sein Geld sorgen oder wird er von anderen bezahlt? Und wessen Brot ich esse, dessen Lied singe ich dann? Und ich glaube, so wie die Anleiheblase so groß geworden ist, gibt es inzwischen auch eine Expertenblase. Und wenn wir als Journalisten teilweise nicht wissen, wie nennt man denn diesen Beruf, gibt ja so viele schöne neumodische englische Worte dafür, dann schreiben wir einfach unten in die Bauchbinde rein, Aktienexperte, Kapitalmarktexperte, Anleiheexperte, Anlageexperte, Zertifikateexperte, Expertenexperte zum Beispiel. Allein im Finanzmarkt arbeiten im Moment, nach dem, was ich gehört habe, 2 Millionen Experten. Ist die Welt deshalb besser geworden? Ich bin mir sicher, nein. Eine Quintessenz deines Buches ist ja auch, dass du Leute ermutigst, mehr Urteile sich selber zu erarbeiten, genau, und eben nicht abhängig zu sein von Experten. Genau. Wenn ich den Werkzeugkoffer habe, den ich mir selbst gefüllt habe, und ich weiß, was Anleihen sind, und ich weiß, was Geld ist, und ich weiß, was Kredite sind, und ich weiß, was die Börse ausmacht und wie sie reagiert, was die Politik sagt und wer welches Interesse hat. Wenn ich mit diesem Handwerkskoffer rangehe, dann ist das meine Freiheit, dann selbst auch zu entscheiden, besser zu entscheiden, was ich tue und was ich will. Viel zu wissen über einen Bereich kann meines Erachtens nicht dümmer machen. Und wenn man die Fähigkeiten und Fertigkeiten hat, mit den Finanzmärkten oder mit dem eigenen Geld umzugehen, dann reißt es manchmal nicht so schnell wieder aus oder wird einem aus der Tasche rausgezogen. In den Werkzeugkasten gehört gewiss auch ein Verständnis des Wesens des Gelds. Was ist denn darüber von dir zu sagen? Die meisten sagen ja, ach, das Geld, das ist aus Papier, ist aus Baumwolle und es kommt aus der Wand. Und solange es aus der Wand kommt, ist alles gut. Der Begriff Geld ist ja eigentlich nur beschränkt bei den meisten auf das, was man klimpern hören kann oder was raschelt. Geld kommt aus dem Nichts und verschwindet früher oder später wieder im Nichts. Es wird nur erschaffen durch Kreditvergabe. Wenn also eine Bank einen Kredit herausgibt, dann entsteht Geld. Wenn ein Staat einen Kredit bei einer Bank aufnimmt, dann entsteht Geld. Das Geld wird durch Kredit erschaffen und wenn diese Kredite abgezahlt werden und sie nicht erneuert werden, dann verschwindet das Geld wieder im Nichts. Und das ist die Krux. Dieses Finanzsystem mit dem Zins und Zinseszins drin bedingt, dass der Geldberg, dass der Kreditberg weiter und weiter und weiter wachsen muss und dementsprechend ist der Zins, der Teufel da drin, der diesen ganzen Teig so schnell größer werden lässt, wie bei mir in der Backröhre ein Hefeteig so. Dann fällt ja auch noch auf, dass der Herr Meier relativ stark edelmetallaffin ist, wo doch eigentlich alles sonst in Aktien geht. Warum ist das so? Momentan geht vielleicht alles in Aktien. Bis vor 2 Jahren ist, heißt es ja,
fast alles in Edelmetalle reingegangen. Das ist eigentlich Quatsch, weil wenn ich mich umschaue nach neuesten Studien, Umfragen, ich weiß zwar nicht, wie die zustande gekommen sind, soll jeder Deutsche im Schnitt Gold für 5.000 Euro besitzen. Hab's nicht nachgeprüft, das erscheint mir ein bisschen viel, zumindest im Vergleich zu dem, was die anderen haben. Naja, Edelmetalle. Ich mag das Zeug eigentlich gar nicht. Es ist für mich bloß was ganz Plumpes, was überhaupt nichts macht. Es liegt einfach bloß rum. Da kann passieren drumherum, was passieren will. Das Gold interessiert sich nicht. Es hat nicht mal Beine zum Wegrennen. Das redet ja nicht mal mit mir. Es hat bloß einen Glanz, der die Leute, ja, meines Erachtens schon teilweise verrückt macht. Oder denk an die Krösus-Geschichte. Das ist natürlich auch aus der Geschichte ein bisschen überliefert. Das Gold hat aber einen entscheidenden Vorteil. Kann man auch Silber nehmen. Es ist außerhalb des Finanzsystems. Wenn man den eigenen Zugriff darauf hat, besitzt man es wirklich. Bei dem normalen Geld, was wir haben, besteht immer die Gefahr des Ausfalls. Ja, natürlich bringt Gold keine Zinsen. Das ist genau das Gute dran, weil es kein Ausfallrisiko gibt. Muss man auch keine Zinsen zahlen. Anleihen können ausfallen. Dementsprechend muss der Zins entsprechend gezahlt werden. Mit Gold hat man einfach eine sehr, sehr kompakte Einheit. Könnte man auch sagen, okay, lege ich doch mein Geld, meine Ersparnisse in Bordeaux-Weinen an. Ja gut, ich kenne mich damit nicht aus. Oder in Diamanten. Das ist das engste gepackte Wertspeichermittel. Ich habe auch keine Ahnung von Diamanten. Oder Gemälde und Kunst. Habe ich auch keine Ahnung. Da könnte man natürlich auch Immobilien nehmen. Betongold. Ja, super, die meisten machen das mit einem Kredit. Das Haus besitzt die Bank, das besitzt man nicht selbst und zahlt aber jahrelang Zinsen dafür ab. 30, 40, 50 Jahre, das ist eine schöne Schuldenkette ums Bein herum, man bleibt überhaupt nicht flexibel und außerdem ist man noch immobil. Gold kann man mitnehmen, es ist mobil. Es ist einfach nur ein Mittel zum Zweck, Überschüsse, die ich nicht zum Beispiel für den Konsum ausgegeben habe, in einer Form zu lagern, die sehr, sehr eng gepackt ist. Könnte man natürlich auch ein Öl machen, aber stell dir mal ein Ölfass in den Garten. Oder ja. Ich kann mir doch nicht einen ganzen Keller voll Briketts vollstapeln oder Schnapsflaschen. Okay, kriegt man 40% drauf, das ist auch klar, aber es ist halt einfach fungibel. Es verdirbt nicht. Diese Langweiligkeit, die Nutzlosigkeit des Goldes, die finde ich immer schon klasse. Ich gehe eben einfach bloß ein Stückchen raus aus diesem Finanzsystem. Ich weiß ja nicht, was mit dem passiert, aber ich weiß, meine blöde Goldunze, die bleibt weiter liegen und redet auch weiterhin nicht mit mir. Wie kommen denn eigentlich so diese ganzen Nachrichten zustande, die über den Ticker gehen und bei euch über den Sender? Nachrichten werden heute größtenteils produziert in Agenturen. Die größte deutsche ist die dpa zum Beispiel. AFP, Bloomberg, Reuters, die Namen sind sicherlich geläufig. Die Medien haben sich in den letzten Jahren so gewandelt, auch der Kostendruck, Effizienzsteigerung, Produktivitätssteigerungen. Die Leute wurden immer weniger im Medienbereich. Braucht man nicht, wenn man die Möglichkeit hat, auf Agenturen zuzugreifen. Die schreiben die Texte so, dass man einfach Copy-Paste machen kann. Und dann erlebt man in Zeitungen, dass ein Artikel über eine Agentur im gleichen Wortlaut dann in den verschiedenen Zeitungen auftaucht oder online auftaucht. Die Agentur ist heute der Dienstleister. Jetzt gibt es natürlich noch viele Journalisten, die unterwegs sind und die recherchieren und die schreiben. Das kostet alles Geld, das kostet alles Zeit. Es ist einfacher und billiger, auf eine Agentur zuzugreifen. Und wenn man an der Börse ist, dann kriegt man zwar seine Nachrichten teilweise schon von den Händlern, aber wir kriegen alle Nachrichten über die Agenturen und müssen uns dann fragen, stimmt das überhaupt? Wenn ich jetzt speziell, weil ich im Edelmetallbereich stark seit Jahren auch mit der Metallwoche unterwegs bin, ich lese mir eine Nachricht durch. Wir hatten neulich mal über eine Agentur gelesen, 535 Millionen Tonnen haben die Zentralbanken oder wollen die Zentralbanken kaufen. Das ist ein richtig dicker Schnitzer. Und das zieht sich dann durch jede Zeitung. Überall steht 535 Millionen Tonnen. Die gibt es natürlich überhaupt nicht. Aber das ist dann diese stille Post, die zieht sich durch die ganzen Agenturen, die zieht sich über die ganzen Zeitungen und die zieht sich dann rein bis online und das steht dann da. Also braucht man mehrere Quellen, kann man sich als Journalist nicht nur auf eine beziehen. Man sollte dann schon bei Reuters und Bloomberg und AFP und dpa schauen, aber hat man die Zeit dafür? Es geht viel schneller, wenn wenige Leute Copy-Paste machen, dann kriegt man die Zeitung auch voll. Eine weitere Frage wäre auch, wem sind Presseagenturen verpflichtet? Da zitiere ich mal den Chef der dpa,
Die haben ein neues Büro eröffnet, ist jetzt glaube ich 3 Jahre her in Berlin. Und er sagte, die Agentur ist den Kunden verpflichtet. Also Kunden sind Radios, Fernsehen, Zeitungen. Wenn er gesagt hätte, wir sind den Lesern der Kunden verpflichtet, dann hätte mir das gefallen. Aber er hat gesagt, er ist den Kunden verpflichtet. Das sagt doch schon viel. Journalismus ist letztendlich sehr, sehr abhängig vom Geldgeber. Journalismus ist abhängig von den finanziellen Mitteln und von der Werbung und ist abhängig von den Quellen. Die Anzahl der Quellen ist geringer geworden und auch die Nachrichtensammler draußen sind wegen Kostengründen weniger geworden. Und so hat man dann so mehr und mehr in den letzten Jahren gesehen, da entsteht eine Art von Einheitsbrei. Unterm Strich kann man sagen, dass der Journalismus vor allem von den finanziellen Mitteln abhängig ist. Wenn man viel Geld hat, weil man große Werbeeinnahmen hat, kann man sich auch mehr leisten. Aber heutzutage ist es so, dass die Gewinnmaximierung dazu führt, dass man doch auf der Kostenseite spart und das sieht und liest man dann inzwischen auch. Ganz am Anfang des Interviews erwähntest du die Europolitik. Glaubst du, dass wir da aus dem Gröbsten raus sind oder noch gar nicht im Gröbsten drin? Ich glaube, diese Krise, die Euro-Krise, wir haben ihn gerade bei 1,38, die war so stark wie heute. Die Franzosen winseln ja schon und der Euro gilt dann auch wieder für die Griechen und für die Spanier. Die Euro-Krise hatte eigentlich genau den Punkt, den Schäuble angesprochen hat. Wir brauchen eine Krise, um Veränderungen herbeizuführen. Ohne diese Euro-Krise wäre es nicht zu den Veränderungen gekommen. Zum Beispiel Bankenaufsicht EZB oder der ESM oder der erste Rettungsschirm. Die Zentralisierung der Macht in Brüssel. Dazu wäre es nicht gekommen. Es ging einher mit einer Abgabe von Souveränität. Hörst du den Hund? Ja, das ist der Wachhund, der EZB. Es ging einher mit einer Zentralisierung von Macht. Ohne diese Euro-Krise, dieses Wort ist sowas von doof und falsch. Es ist nämlich eine Überschuldungskrise. Und zwar die für die Banken. Wäre es nicht dazu gekommen, wo wir jetzt gerade sind. Jetzt hat man die Möglichkeiten, die Schläuche, die verlegt sind, zu öffnen. Und jetzt erst sind wir auch in der Lage, Geld aus Deutschland abfließen zu lassen in schwächere Bereiche, sodass wir uns, politisch gewollt, angleichen können. Mit allen möglichen Folgen. Die Politik stellt sich über einen Markt und wird letztendlich dann vom Markt, der im Keller sitzt und auch in Ketten gefangen wurde, dann später merken, es wird sich als Problem in der Gesellschaft herauskristallisieren. Die Gleichmacherei ist das Ergebnis der Euro-Krise. Die kann jetzt richtig starten, zentral gesteuert aus Brüssel mit weniger souveränen Rechten der einzelnen Nationalstaaten. Du hast es im Grunde genommen schon angedeutet, lass mich aber nochmal explizit nachfragen. Wer wird denn eigentlich gerettet, wenn es heißt, die Griechen werden gerettet, die Spanier, die Portugiesen, die Iren und so weiter und so fort? Sind es wirklich die jeweiligen Länder und ihre Bevölkerung oder sind das doch eher andere Einheiten? Eben, es sind nicht die Griechen, die irgendeinen Euro kriegen. Niemand von den Spaniern kriegt irgendwelches Geld. Das Geld wird vielleicht nach Athen überwiesen, aber dann werden, wenn die Schulden auslaufen, diejenigen, die die Schuldscheine ausgegeben haben, bedient. Das sind die Banken. Inzwischen hatte man ja 3 Jahre Zeit, dass diese Schuldscheine aus dem Privatbereich, die alle beschützt worden sind, in den öffentlichen Bereich gegangen sind. Also EZB oder der Rettungsschirm, auch so ein Begriff, den man so nicht nennen darf. Das ist kein Rettungsschirm, das ist eine Umverteilungsstation, ein Pumpwerk sozusagen. Es ist eine Bankenrettung. Bloß man kann es auch nicht so nennen, man nennt es auch nicht so, weil die Leute sich ohnehin schon über die Banken aufregen. Die Banker sind ja so beliebt, noch weniger beliebt als Bestatter. Man hat es einfach anders genannt. Euro-Krise, Rettungsschirm, es lief in die Finanzwirtschaft. Der Schlund wurde gestopft mit Milliarden, weil die Staaten angefangen haben, ihnen das Geld zu beschützen. Und das ist dann der Begriff Euro-Krise gewesen. Also im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, was man aus dem Marketing weiß, die Verpackung macht's. Richtig, besser kann man es nicht sagen. Die Verpackung hat gestimmt. Der Aufschrei war nicht groß genug. Wohin siehst du denn den Zug im Grunde genommen sowieso fahren? Glaubst du, dass die Dinge böse ausgehen werden? Es ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob sie böse ausgehen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sie gut ausgehen. Ich kann dir nicht sagen, was passiert. Ich kann dir bloß sagen, es wird anders. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Zum einen, wir werden uns
immer, wenn wir zwischen Baum und Borke stehen, einen Weg wählen des geringsten Widerstandes. Und das ist einfach über Gelddruckerei, über neue Krediterzeugung. Die Notenbanken, die können ja keine Solvenz drucken, die können Geld drucken. Aber wenn wir wieder zwischen Baum und Borke stehen, wird die Rolle der Zentralbanken wesentlich stärker. QE in Amerika, Aufkauf von Staatsanleihen. Die versuchen einfach bloß, das Geldsystem am Laufen zu halten. Auf der anderen Seite wird es in Zukunft schwieriger für jeden, so viel zu verdienen, netto, dass er davon leben kann. Gleichzeitig sieht man, dass die Leute, Otto Normalbürger, in eine Klemme kommt, weil wenn die Einnahmen nicht steigen, aber die Preise steigen, bleibt unterm Strich weniger übrig. Sparen wird in Zukunft schwieriger. Gleichzeitig ist die Umverteilung von unten nach oben so weit fortgeschritten, dass diese Schere derart groß geworden ist, dass es vielleicht von der gesellschaftlichen Seite stärker werdende Probleme gibt. Und dazu kommt, alles, was die Politik macht, was die Banken machen, geht einher mit einem Misstrauen, mit einem steigenden Misstrauen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass nach offizieller Lesart die Banken die saubersten Bilanzen haben, die Unternehmen die kräftigsten Gewinne ausweisen, der DAX auf dem höchsten Stand seit Menschheitsgedenken steht und gleichzeitig der Otto Normalbürger in der Bredouille ist und sagt, wie soll ich meinen Lebensunterhalt bestreiten, währenddem es aus dem Fernsehen heißt, wir sind wieder gewachsen, alles ist besser geworden ist und der nächste Aufschwung steht vor der Tür. Die Diskrepanz zwischen dem Schein und dem Sein ist meines Erachtens das, worauf wir uns in den nächsten Jahren einrichten sollen. Und einfacher durchs Leben finanziell zu kommen, wird es garantiert nicht. Und vielleicht kommt der eine oder andere daher, weil Bailout out ist und Bail-in in, natürlich gesetzlich legitimiert, der irgendjemand in die Tasche greift, weil es ja alternativlos ist, mal wieder jemanden zu retten. Was hast du denn eigentlich im Werkzeugkasten, um mit deinen Finanzen umzugehen? Ich habe ein paar alte Ratschläge von meiner Oma. Sehr langweilig. Meine Oma sagte immer, Junge, gib weniger aus, als du einnimmst. Und der Rest, den sparst du. Das ist das allererste, was wichtig ist. Ich bin als Mensch ein kleines Unternehmen. Meine Einnahmeseite und meine Ausgabenseite, die müssen in Ausgleich sein. Besser ist es, wenn ich ein bisschen was für schlechtere Zeiten zur Seite lege. Daran denken die wenigsten. Die haben vielleicht 5.000 Euro auf dem Konto und sagen, ach, ich gehe jetzt mal an die Börse, ich mache jetzt mit Telekom oder irgendwas 6.000 Euro drauf. Das kann's nicht sein. Das erste ist, immer flüssig zu bleiben. Das zweite ist, ich hasse Kredite. Und habe ich vorhin gerade erzählt, unser ganzes Geldsystem ist aus Krediten geschaffen. Ich muss aber nicht auf der falschen Seite stehen. Der Schulden hat und dann sie vielleicht eines Tages nicht zurückzahlen kann. Außerdem lässt es mich ruhiger schlafen. Ich mag keine Kredite aufnehmen. Ich mag keinen vorgezogenen Konsum. Ich kaufe mir es erst dann, wenn ich es habe. Und wenn ich mich eben einschränken muss, dann ist es okay. Der nächste Punkt ist, mir sind die ganzen Expertenmeinungen da draußen ziemlich egal, die mir immer wieder sagen wollen, du musst jetzt irgendwo investieren. Es ist ein super Geschäftsmodell, anderen sein Geld zu überlassen, die sich davon was abschneiden können und ich habe es nicht mehr unter eigener Kontrolle. Und ich handhabe es so, dass ich in vielen Bereichen einfach ein bisschen bescheiden bin und nicht alles sofort haben muss. Ich denke nämlich, dass man mit einem weniger materieller Natur oft auch ein bisschen mehr bekommt. Ich meine in dem Fall vom Leben. Jetzt ist das ja so, dass in den Medien sehr viel vom DAX gesprochen wird und von Aktien. Aber kannst du uns mal so eine Schätzung geben, wie viele Leute eigentlich in Deutschland Aktien tatsächlich halten? Es ist die Minderheit. Ich glaube, es sind 3,5 Millionen, 4 Millionen, die direkte Aktien halten. Das sind 5% der Gesamtbevölkerung. Und der DAX ist hier eigentlich nur ein Maßstab dafür, wie es gut es einem Land geht oder wie schlecht es einem Land geht. Und das ist natürlich totaler Mumpitz, weil der DAX ist einfach bloß eine nominelle Zahl. 9.000 ist, wenn man das vergleicht, was kriegt man von 9.000 Punkte heute? Was
Was hätte man für 9000 Punkte damals im Jahr 2000 oder 2007 bekommen? Ist einfach bloß ein Preis. Ich weiß nicht, was der Wert dahinter ist. Ja, der DAX ist halt medienwirksam und eine Art von Heiligtum. Der Dow Jones ist ja auch ein Heiligtum. Und wenn die Aktien gut stehen, geht's uns ja allen gut. Viele werden sich fragen, ja, erstens bin ich nicht mit dabei und zweitens merke ich vielleicht gar nicht mal so, aber ich kann mich ja auch irren. Nee, die Anzahl derer, die Aktien haben, ist nicht unbedingt viel größer geworden. Hat auch was mit Vertrauen zu tun. Nee, also für mich ist der DAX kein Maßstab an sich. Außerdem an der DAX-Tafel in Frankfurt kriecht der Performance-Index herum. Da sind die ganzen Dividenden schon drin. Das ist der Botox-DAX. Der eigentliche Kursindex, der steht noch weit unter dem Niveau von 2000 oder 2007. Da sind die Dividenden rausgerechnet. Und von daher muss man sagen, medial genial gemacht, dass man den Botox-DAX auf der DAX-Tafel herumrennen lässt. Ich finde es halt schon so ein bisschen lustig, was man dann aus solchen Zahlen macht. Vielleicht noch ein kleiner Einwurf, Lars. Wenn man den DAX auf Allzeithoch hat jetzt im Moment und ich gucke mir die einzelnen Aktien an, die wenigsten stehen auf Allzeithoch. Wie passt das zusammen? Tja, der K-DAX, der Kursindex, der sagt's und nicht der Botox-DAX. Zuletzt würde ich dich dann fragen, wenn wir ein wenig über den Tellerrand hinausschauen, was wären denn für dich Kriterien, um zu bestimmen, ob es Deutschland gut oder schlecht geht, wenn es der DAX nicht ist? Was bedeutet eigentlich, dass es Deutschland gut geht? Da kann man ja nicht sagen, statistischer Durchschnitt, der eine ist reich, der andere ist arm, der eine ist intelligent, der andere nicht. Der eine hat genug, der andere hat zu wenig. Ich glaube, in einem Land geht's gut, wenn Märkte frei sind. Ich glaube, an einem Land geht's gut mit einem maximalen Rahmen an Freiheit. Und ich glaube, an einem Land geht's gut, wenn die Mehrheit der Bürger ein einkömmliches Auskommen hat und vielleicht sich auch noch was sparen kann, wenn man gut bezahlte Jobs hat und wenn man davon auch noch leben kann. Der Trend ist ja nun ein ganz anderer geworden. Lohn. Dumping, Billigjobs, Zweitjobs, Drittjobs, gar kein Job, Sozialhilfe oder nenn's Hartz IV oder das heißt inzwischen auch Hartz V, weil es 5 Euro mal mehr gegeben hat. Ich glaube, das kann man gar nicht mal so sagen, aber ich denke, dass ein größtes Maß an Freiheit und freie Märkte, die sich auch mal bereinigen dürfen und wo der Interventionismus zurückgedrängt wird, wo der Staat einfach seine Finger aus dem Spiel lassen soll und dass er nicht alles abgreift, was er braucht, weil er es anderen in den Schlund stecken muss, wie zum Beispiel der Finanzwirtschaft. Das wäre zumindest ein Schritt in Richtung besser. Okay, dann danke ich dir für dieses Gespräch und wünsche deinem Buch alles Gute. Ich danke dir, Lars. Grüße ins Ruhrgebiet. Dankeschön. Und damit, liebe Freunde des Jungle Drum Radio, sage ich auf Wiedersehen.